Der Bereich Sanitär, einer, mit dem wir alle täglich zu tun haben, bei der Morgentoilette oder wenn es mal drückt, Zähneputzen, überall da, was im Haushalt wir gar nicht so sehen, ist verschlüsselt, ist ein bisschen versteckt und dafür sind die Leute vom Sanitär ganz wichtig. Mirko Dott ist der Ausbildungsmeister hier beim HBZ in Sachen Sanitär. Wie sieht es denn überhaupt mit Nachwuchsproblemen aus? Gibt's die? Also Nachwuchsprobleme haben wir erstmal noch nicht. Wir haben jetzt gemerkt, dass es im ersten Lehrjahr ein bisschen weniger geworden ist als sonst. Also wir liegen immer im pro Lehrjahr im Bereich so zwischen 30 und 40 Auszubildenden. Dieses Jahr haben wir jetzt erstmal 5 weniger. Aber was halt, sag ich mal, immer im Laufe der Jahre ist, also nächstes Jahr wird es wieder anders sein, das wissen wir. Also es ist immer ein Hoch und Ab. Ja. Was lernen die Azubis hier? Warum sind die hier? Was ist das Spezielle? Also die lernen hier im Handwerksbildungszentrum, lernen die bei der überbetrieblichen Ausbildung. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen den Ausbildungsbetrieben, der Berufsschule und uns hier im HBZ, wo wir halt spezielle Lehrgänge durchführen, wie zum Beispiel auch im Hintergrund sehen wir Heizungsanlagen, wo die halt speziell geschult werden an den Heizungsanlagen, wo sie Fehlersuche machen, Störungssuche, Fehleranalyse, Abgasmessung. Das ist das, was wir hier speziell machen. Wie lang ist die Ausbildungsdauer? Insgesamt 3,5 Jahre.